Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau in einem kleinen Haus am Waldrand. Alles in ihrem Leben stritt, nur eines fehlte: der alte Mann und die alte Frau hatten keine Kinder. Einmal bat der alte Mann, einen Lebkuchen in Form eines kleinen Mannes zu backen. Die alte Frau schaute in die Scheune und es war fast kein Mehl mehr übrig. Sie nahm eine Schüssel, schrubbte sie entlang der Schachtel, bürstete sie am Boden entlang und eine Handvoll von ungefähr 2 Handvoll wurde gesammelt. Die alte Frau knetete den Teig auf Sojasahne und als sie den Lebkuchen auf dem Tisch rollte, nahm sie ihn und machte ihn in der Form eines kleinen Mannes, mit Armen, Beinen, mit Kopf. Und legen sie es in den Ofen. Nach einer Weile kam die alte Frau, um zu sehen, ob der Lebkuchen gebacken war, nahm ihn und stellte ihn zum Abkühlen auf das Fenster. Der Lebkuchenmann kühlte ab, legte sich hin, stand aber plötzlich auf und rannte so schnell wie möglich aus dem Haus, vom Fenster zur Bank, von der Bank zum Boden, über den Boden und zu den Türen, sprang über die Schwelle zur Veranda, von der Veranda zum Hof, vom Hof zum Tor weiter und weiter. Die alte Frau rief ihren Mann an und beide eilten ihm nach. Aber es ist nicht so einfach, den Lebkuchenmann zu fangen. Jetzt hatte er bereits das Feld erreicht, auf dem die Bauern ihre Ernte dreschten. Der Lebkuchenmann rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau und dem alten Mann weggelaufen und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Bauern hörten das und rannten ihm nach. Aber egal wie schnell sie rannten, sie konnten ihn nicht einholen. Ein Lebkuchenmann rannte auf das Feld zu, auf dem die Mäher das Gras mähten. Er rannte vorbei und rief ihnen zu, er sei bereits vor der alten Frau, dem alten Mann und den Bauern weggelaufen und er würde auch leicht vor ihnen davonlaufen. Die Mäher konnten eine solche Lächerlichkeit nicht ertragen, alle eilten dem Lebkuchenmann nach. Sie rennen so schnell sie können, aber sie können nicht aufholen. Und auf den kleinen Mann zu, die Kuh geht, rief er ihr zu, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern und vor den Mähern weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihr weglaufen. Die Kuh wurde wütend und eilte auch dem Lebkuchenmann nach. Nur er kann nicht aufholen. Und ein Schwein traf ihn. Der kleine Mann rief, er sei bereits vor der alten Frau, vor dem alten Mann, vor den Bauern, vor den Mähern und vor der Kuh geflohen, und er würde auch leicht vor ihr davonlaufen. Ein Schwein kreischte und rannte hinterher. Nur sie konnte nicht aufholen, sie war zu fett. Ein Lebkuchenmann rennt die Straße entlang und ein Hase trifft ihn. Der kleine Mann sagte, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein weggelaufen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Hase hörte das und rannte ihm nach. Er kann den kleinen Mann auch nicht einholen, nur der Hase hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein Wolf trifft ihn, ich werde dich essen, sagt. Und der kleine Mann antwortete ihm, er sei bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen geflohen, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Der Wolf knurrte und stürzte sich auf den Lebkuchenmann, und er wich aus und rannte so schnell er konnte. Nur der Wolf hat ihn gesehen. Ein Lebkuchenmann rennt und ein riesiger Bär trifft ihn. Sein kleiner Mann hatte keine Angst, rief aber, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf geflohen war, und er würde auch leicht vor ihm davonlaufen. Ein wilder Bär stampfte mit dem Fuß und rannte ihm nach. Aber der Bär war zu langsam, um den schnellen Lebkuchenmann einzuholen. Ein Lebkuchenmann rennt, rennt und ein Fuchs trifft ihn. Der Fuchs war sehr gerissen, aber der kleine Mann wusste das nicht. Deshalb begann er aus Gewohnheit zu schreien, dass er bereits vor der alten Frau und vor dem alten Mann und vor den Bauern und vor den Mähern und vor der Kuh und vor dem Schwein und vor dem Hasen und vor dem Wolf und vor dem Bären geflohen war, was bedeutet, er wird auch leicht vor ihr weglaufen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie sehr alt sei, nichts gehört habe.
Sie kam näher zu dem kleinen Mann und bat ihn, es zu wiederholen. Gehorchte ihrem albernen Lebkuchenmann und begann wieder zu prahlen. Der Fuchs hörte bis zum Ende und sagte, dass sie immer noch nichts hörte. Sie kam dem kleinen Mann noch näher und bat ihn, es noch einmal zu wiederholen. Der Lebkuchenmann stimmte zu, und dann, oh nur, fing er von vorne an, als der Fuchs sich auf ihn stürzte, und aß. Und der Lebkuchenmann prahlte nicht mehr. Es war einmal eine alte Ziege. Sie hatte 7 Kinder. Sie liebte sie so sehr, wie nur eine Mutter ihre Kinder lieben kann. Sie würde in den Wald gehen und Kräuter und Zweige zum Mittagessen bringen. Sie rief alle ihre Kinder an und warnte sie, Angst vor dem bösen Wolf zu haben. Er gibt oft vor, aber man erkennt ihn sofort an seiner unhöflichen Stimme und den schwarzen Pfoten. Die kleinen Kinder verstanden alles und versicherten ihrer Mutter, dass sie sehr vorsichtig sein würden. Die alte Ziege machte sich ruhig auf den Weg. Es ist wenig Zeit vergangen. Plötzlich klopfte jemand an die Tür und rief mit unhöflicher Stimme, dass die Kinder sie sofort öffnen sollten. Aber die Kinder von der rauen Stimme erkannten, dass es ein Wolf war. Sie antworteten, dass es nicht die Stimme der Mutter war, ihre Stimme war freundlich und dünn, und diese Stimme war sehr unhöflich, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann ging der Wolf zum Kaufmann und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es und seine Stimme wurde dünn. Er kam zurück, klopfte an die Tür und bat die Kinder mit dünner Stimme, sie zu öffnen. Der Wolf legt seine Pfote auf das Fenster und wartet. Und die Kinder sahen sie und antworteten, dass die Pfoten der Mutter nicht schwarz, sondern weiß seien, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann rannte der Wolf zur Bäckerei und bat ihn, ihm etwas Teig zu geben. Der Wolf salbte seine Pfote mit dem Teig. Der Bösewicht näherte sich zum dritten Mal der Tür, legte seine weiße Pfote auf das Fenster und klopfte an. Sie sahen die Kinder, dass die Pfote weiß war, und dachten, dass es ihre Mutter war. Sie öffneten die Tür, aber vor ihnen war ein Wolf. Sie hatten Angst und begannen sich in alle Richtungen zu zerstreuen. Ein Kind sprang unter den Tisch, ein anderes auf das Bett, das dritte auf den Herd, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter das Waschbecken und das siebte versteckte sich in der Standtür. Aber der Wolf fand sie alle, öffnete die Kiefer und schluckte eins nach dem anderen. Nur eines fand er nicht, den jüngsten, der sich in der Uhr versteckte. Nachdem er sich satt gegessen hatte, ging der Wolf. Er streckte sich auf einer grünen Wiese unter einem Baum aus und schlief ein. Bald kam eine alte Ziege aus dem Wald nach Hause. Oh, was hat sie dort gesehen? Die Tür stand weit offen. Der Tisch, die Stühle und die Bänke waren umgekippt, das Waschbecken war kaputt, Kissen und Decken wurden vom Bett geworfen. Sie begann nach ihren Kindern zu suchen, konnte sie aber nirgendwo finden. Ich habe sie beim Namen genannt, aber niemand hat geantwortet. Sie ging zur Uhr und als Antwort ertönte eine dünne Stimme des jüngsten Kindes. Sie brachte ihn da raus und er sagte, dass ein Wolf kam und alle aß. Wie die Ziege um ihre armen Kinder weinte. Schließlich verließ sie das Haus und die jüngste Ziege rannte ihr nach. Sie kam auf die Wiese, sah, ein Wolf lag am Baum und schnarchte, so dass die Zweige zitterten. Sie sah ihn von allen Seiten an und sah, dass sich in seinem geschwollenen Bauch etwas bewegte und zappelte. Sie vermutete, dass dies ihre Kinder waren und war sehr glücklich, dass sie noch lebten. Sie sagte dem Kind, es solle so schnell wie möglich nach Hause rennen und eine Schere, eine Nadel und einen Faden mitbringen. Dann schnitt die Ziege dem Wolf mit einer Schere den Bauch ab und von dort streckte ein Kind den Kopf aus. Und dann sprangen andere heraus, alle 6, und ihnen passierte nichts Schlimmes. Was für eine Freude es war. Sie begannen ihre Mutter zu umarmen, zu springen und zu tanzen. Dann sagte die alte Ziege, es wäre schön, dem Wolf eine Lektion zu erteilen, während er noch schlief. Sie zogen Steine und stopften sie in den Bauch des Wolfes. Eine alte Ziege nähte seinen Bauch, aber er bemerkte nichts, bewegte sich nicht einmal.
Der Wolf schlief, stand auf und verspürte einen solchen Durst in seinem Bauch, dass er beschloss, Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Er näherte sich kaum dem Brunnen, bückte sich zum Wasser und schwere Steine zogen ihn auf den Boden des Brunnens. 7 Kinder sahen das und begannen vor Freude mit ihrer Mutter zu tanzen. So haben sie dem bösen Wolf eine Lektion erteilt.